Marius Ebert hier, in diesem Video geht es um den Logistikmeister und die Logistikmeisterin. Logistikmeister, Logistikmeisterin. Und zwar geht es hier um die Frage, was ist der beste Weg zu diesem Abschluss? Es sind ja Abschlüsse, die man nebenberuflich macht. Und die Frage ist, was ist der beste Weg? Und da müssen wir zunächst mal fragen, was ist denn der beste Weg? Ist das der kostengünstigste oder ist es der Anbieter, der am nächsten zu meiner Wohnung sich befindet oder was ist beste Weg? Und meine Antwort ist, der beste Weg ist der Weg, der am besten integrierbar ist. Integrierbar in was? Ich sage es Ihnen, integrierbar in Ihr Leben. Wenn Sie hier einen solchen nebenberuflichen Abschluss anstreben, dann haben Sie bereits ein Leben mit bestimmten Strukturen. Diese Strukturen heißen Familie, Beruf, Hobbys, Freizeit, Freunde und so weiter und so weiter und so weiter. Und wenn Sie jetzt einen weiteren Abschluss machen möchten, dann muss der Weg integrierbar sein in Ihr Leben. Die Alternative wäre, dass Sie Ihr Leben umkrempeln. Und das funktioniert nicht. Ja, ich beobachte das seit 17 Jahren, mehr als 17 Jahren mittlerweile, und das funktioniert nicht. Dann scheitert das. Ja, also der Weg ist der beste und wahrscheinlich auch der einzig gangbare, der integrierbar ist in Ihr Leben. Schauen wir uns das an. Logistikmeister, Logistikmeisterin, schreiben wir das Ziel nochmal hin. Nach meiner Beobachtung gibt es vier mögliche Wege. Der erste Weg ist ein theoretischer, das sage ich gleich vorweg. Es ist der Weg des Selbststudiums. Und warum erwähne ich das hier, obwohl das für 99,999% der Menschen nicht in Frage kommt? Ich erwähne es deswegen, weil es theoretisch geht und weil Sie, um die Zugangsvoraussetzung zu erfüllen, nicht ein Seminar besucht haben müssen und nicht bestimmte Veranstaltungen besucht haben müssen, sondern Sie können mit Literatur und mit alten Prüfungen und mit Lernmaterial und mit Skripten und mit Hörbüchern und mit was weiß ich noch, sich das Gebiet selber erarbeiten. Wenn Sie die formalen Voraussetzungen erfüllen, können Sie sich anmelden zur Prüfung und können, wenn Sie bestehen, diesen Abschluss erreichen. Das sage ich, weil es Leute da draußen gibt, die Ihnen erzählen, dass Sie ein Seminar besuchen müssen, sozusagen als Pflicht. Und das ist falsch. Das Selbststudium scheitert aber aus zwei Gründen. Einmal, weil Sie zwei Dinge nicht, also zweimal sozusagen, ja, weil Sie zwei Dinge nicht hinkriegen, nämlich die Selektion. Selektion ist die Frage, was ist relevant und was ist nicht relevant. Wenn Sie hier schauen, dann gibt es viele Bücher, gibt es Skripte, gibt es alles Mögliche. Was ist relevant, was ist nicht relevant? Das ist die erste Hürde. Und das zweite ist die Aufbereitung. Denn wenn Sie ein Buch kaufen, dann werden Sie feststellen, ein Buch kaufen und die Inhalte in einer Prüfung umsetzen zu können, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Das heißt, der Lernstoff muss aufbereitet sein und leistet ein Buch in der Regel nicht. Ja, Sie müssen den Lernstoff für sich also auch noch aufbereiten und daran scheitern Sie rein zeitlich. Das schaffen Sie in aller Regel nicht. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das sind wirklich ganz, ganz, ganz kleine Zahlen. Das zweite ist das Fernstudium. Und im Grunde ist das auch eine Ausnahme. Ja, hier ist die Zahl von den Leuten, für die das geeignet ist, vielleicht ein bisschen größer. Ich sage für 5% geeignet, das heißt für 95% nicht geeignet. Was macht sie zum geeigneten Kandidaten für ein Fernstudium? Eine extrem hohe Frustrationstoleranz und eine extrem hohe Selbstdisziplin. Wenn Sie beides nicht haben und 95% der Menschen haben es nicht, seien Sie ehrlich mit sich selber, dann kommt das Fernstudium für Sie genauso wenig in Frage wie das Selbststudium. Es wird intensiv beworben und überall sehen Sie Bilder mit glücklichen Menschen und so weiter und so weiter. Es ist von den vier Wegen wahrscheinlich der Weg, bei dem das meiste Geld in die Werbung gepumpt wird. Aber das heißt nicht, dass es der beste Weg ist. Ja, also prüfen Sie sich bitte sehr, sehr genau. Ich stelle auch fest, dass die Unterlagen im Rahmen der Fernstudiumslehrgänge teilweise völlig veraltet sind. Also ich habe da eine sehr kritische Haltung. Der nächste Weg ist das Seminar. Und diesen Weg habe ich meinen Teilnehmern über viele, viele Jahre geboten.
Und der effizienteste Weg, den wir herausgefunden haben, war der Weg, dass wir Blöcke angeboten haben. Also ein Seminarblock auf 5 Tage und dann nochmal 5 Tage dazwischen eine Pause in Gänsefüßchen. Das ist der effizienteste Weg. Viel effizienter als immer Samstag, 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 Samstag oder sowas über Wochen. Ja, nur diese Blöcke waren für unsere Teilnehmer auch immer schwerer integrierbar. Also Seminar ist eigentlich bisher der beste Weg, mit Abstand beste Weg, aber von der Zeit her immer schwieriger integrierbar. Und Sie kennen den Spruch, irgendwas ist immer. Na, irgendwas ist immer. Und ja, dann so diese Blöcke da in sein Leben einzubauen, wird immer schwieriger oder wurde für unsere Teilnehmer immer schwieriger. Und deswegen habe ich vor 2,5, 3 Jahren etwa angefangen, einen vierten Weg zu entwickeln. Video-Coachings heißt dieser Weg. Dieser Weg bietet die Vorteile, von denen die Fernstudiumsanbieter immer reden. Ja, Freizeiteinteilung, Lernen zu Hause, aber hier auch wirklich mit Lernfortschritten. Und es ist eine Kombination aus Skriptmaterial, in dem sie schreiben, und Videos, die sie sich anschauen. Und das ist ein sehr gut funktionierender Weg, das darf ich jetzt nach fast 3 Jahren Erfahrung, darf ich das sagen, funktioniert sehr gut und ich meine das aus Sicht der Teilnehmer. Die Motivation, zu Hause zu arbeiten, ist, wie gesagt, bei vielen Menschen nicht so stark ausgeprägt, deswegen können Sie, wenn Sie wollen, ein Coaching dazu buchen. Dieser Coach ist dann mehr für den Aspekt der Motivation da als für die Inhalte, weil die Videos zusammen mit dem Skriptmaterial, das es da gibt und den Lernhilfen, die es gibt, im Grunde das alles leisten. Ja, also inhaltliche Fragen können Sie natürlich besprechen, aber die tauchen in der Regel nicht auf, weil das Material sehr ausgefeilt ist. Ja, da steckt im Grunde meine ganze Erfahrung aus den vielen Jahren drin und ich habe die Unterlagen im Laufe der Jahre immer weiter ausgefeilt und verbessert. Also das ist im Moment der Weg, den ich für den besten halte. Video-Coaching plus persönliches Coaching. Und was den Logistikmeister angeht, da kann ich helfen bis zu einem gewissen Gebiet, ja, bis zu einem gewissen Grad kann ich helfen, was die betriebswirtschaftlichen Teile angeht. Also klicken Sie bitte mal auf den Link unter diesem Video, der führt Sie in meinen Shop zum Produkt Logistikmeister zu diesen Video-Coachings. Alles Gute, Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden, dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.